Als ich entlassen wurde, ging ich natürlich bei meinen Eltern aufs Schiff, was mir sehr gut gefallen hat. Aber dann kam auf einmal ein Stellungsbefehl. Also ich musste zur Musterung. Dann wurde ich gemustert und sollte bei den Arbeitsmeiden, wie die jungen Männer, der Arbeitsdienst hatte, so war das für die Mädchen, die Arbeitsmeiden. Aber mein Vater hat das erkannt und hatte mich dann reklamiert, weil er ja keine Matrosen mehr hatte. Die waren ja alle eingezogen. Das war eine schöne Zeit, aber auch eine sehr schwere Zeit. Denn ich musste schwer arbeiten. Mein Vater hat dann die ganz schwere Arbeit übernommen. Ich habe gesteuert. Manchmal hatten wir einen Ersatzmann dabei. Dann waren wir zu dritt auf dem Schiff und so haben wir eine Fahrt nach der anderen gemacht. Dann fing so langsam der Krieg an. Es waren an den Grenzen Holland, Deutschland, viel Kontrollen. Da kamen die Zollbeamten, die kamen aufs Schiff. Da wurde kontrolliert, ob keine Schmuggelware an Bord war. Wir waren einmal in Karlsruhe mit Briketts beladen. Da war auch ein Großangriff. Und da bekamen wir drei Brandbomben. Das Schiff war ausgebrannt zu dieser Zeit. Dann haben wir versucht, das wieder zu reparieren und haben dann in Holland eine Werft bekommen. Und zwar haben wir in Hulhuizen gelegen. 7 Monate hat diese Reparatur gebraucht. Dann wurde das Schiff wieder in Fahrt gesetzt. Und mein Vater konnte wieder die Reisen fortsetzen. Und so haben wir auch in vielen Städten Bombenangriffe mitgemacht. Dann wurden wir wieder beschlagnahmt von der Wehrmacht. Da kamen wir zuerst nach Aschaffenburg. Dort haben wir den schweren Angriff mitgemacht, wie die ganze Stadt auch ziemlich beschädigt wurde. Dann hat das Militär seine Sachen wieder von den Lachenhäusern, das war ja alles verbombt, da wurden diese Sachen in die Schiffe geladen, wieder neu und wir fuhren dann nach Hanau. In Hanau war der Großangriff, da bekamen wir dann diese Volltreffer. Wie der Alarm angefangen hat, sind wir ins Lagerhaus, in den Luftschutzkeller und nach dem Bombenangriff wollten wir wieder aufs Schiff und da haben wir festgestellt, dass es nicht mehr da war, nur noch halb da war, wollen wir sagen. Es war von 3 Volltreffern getroffen worden. Ja, dann haben wir Kleinigkeiten konnten wir noch retten. Das ganze Gepäck, was wir dann hatten, sind wir nach Kaub und haben das Ende des Krieges haben wir dann hier in Kaub erlebt.